Ich hoffe, du hast jetzt auch die Zeit genutzt und dir irgendwas zu essen geholt. Hallo. Ich hoffe, du weißt noch, wer ich bin, auch wenn ich so sagen und aktiv. Ja, ich mache es mir heute mal ein bisschen einfach und mache einfach wirklich One Take, also wo wir einfach zusammen dieses Skizzenbuch durchgehen, also Skizzenbuch. Du wirst gleich sehen, warum ich. Ne? Ja, und ein kleiner, nenn's mal Lifehack unter Tee trinken kann, nimmt einen Plastiklöffel. No joke. Das sind diese 1-Euro-Wegwerflöffel. Ich habe davon immer noch den ganzen Stoß. Ich habe den damals gekauft, als ich neu eingezogen bin in meiner Bude, was jetzt kommenden Oktober 4 Jahre her ist. Und es ist einfach so viel angenehmer, weil ein Metalllöffel heizt sich auf. Ein Plastiklöffel scheißt da drauf. Außer du nimmst halt das Ende, was im Wasser war, aber. Also von daher, die halten auch ewig und. Wenn ihr gern Tee trinkt und euch vielleicht ärgert, von wegen, der Löffel wird immer zu warm, Plastik. Ich weiß, Plastik ist böse. Aber in dem Fall ist es einfach das Beste, was du. Okay. Wartet, begutachtet bitte meine wunderschöne Bluetooth-Gaming-Maus. Jetzt seit einem Jahr? Keine Ahnung. Die funktioniert wundervoll und wenn ich sie lade, kann ich sie auch genauso benutzen. Geht beides. Aber ich mag es halt wirklich lieber. Auch wenn mir dauernd von meinen Freunden erzählt wird, dass allgemein das Internet einem erzählt, dass da irgendwie die Reaktion zu langsam ist. Da bin ich anscheinend auch zu langsam. Ich akzeptiere. Langsamer geht. Mit ihr wunderbar klar und geht das. Okay, zurück zum. Nein. Für meine Twitchy-Leute, ich die meisten Bilder. Weil ich meistens nur noch streame, also Quatsch, andersrum, weil ich meistens nur noch zeichne, wenn ich streame, weil ich halt literally meine freien Tage dafür nehme. Und ja, aber für die Leute, die mir eben nicht auf Twitch folgen und folgen wollen, weil sie zum Beispiel keine auf die Website, alles legitim, Bros. Gibt es hier sozusagen ein Recap? Kamera, könntest du hier bleiben? Danke. Ja, ich würde sagen, let's go. Noch mehr Platz. Wunderschöne Tee. Aus Versehen. So, wir haben hier einmal. Ich habe. Eigentlich kennt ihr mich ja als unangefochtene Copy-Keeperin. Ich habe mir jetzt inzwischen auch andere Marker geholt. Ich überlege gerade, von welchem Set das ist. Die Beschriftung sagt mir gerade gar nichts. Ich glaube, das ist der Fall. Ich bin gerade ehrlich gesagt nicht sicher. Ich habe mehr Farben inzwischen. Ich glaube, das ist das erste Sheet. Not sure about this. Aber ich habe inzwischen auch Oho-Marker. Easy. Weil ich habe ja noch nicht über 100 Comic-Marker, aber zu meiner Verteidigung, mich kotzt es an mit den Auffüllern, deswegen nicht zuerst du. Bin ich mir zuerst die Erweiterung von Sci-Fi geholt, weil die da auch Auffüller haben, aber deutlich. Ja, preiswerter halt. Also, gibst nicht gefühlt deine Seele für einen Marker aus, der nach zweimal auffüllen alle ist. Und weil das noch nicht genug ist, habe ich mir jetzt auch über 200 Ohoho-Marker gekauft, weil die 30 Euro billiger waren den Tag und ich gefrustet war und ich das irgendwie kompensieren musste. Shame on my head. Ich weiß noch nicht, ob ich die dann im Stream ausprobiere oder für ein Video. Hey, wanna see? Ich versuche das immer zu trennen, weil es ist schon awkward mit dem Stream-Overlay, das dann auch an. Weil ich sagen muss, ich guck auch Videos, wo das Stream-Overlay drin ist. Aber ich weiß, dass es andere juckt, deswegen versuche ich das zu trennen und I will see. Aber jetzt zum Bild, zum Buch. Weil mein Vorgängerbuch davor, also ich dachte, fick dich, also anscheinend ein Montagsmodell war, habe ich mir deine Testseite genommen. Und ihr seht das hier ein bisschen. Ich hatte vorher auch was anderes vorgesketcht, aber ich war nicht zufrieden und dachte ich mir so, hey, wenn es eh, kann ich es auch dafür nehmen. Dein Rubbelkrepp funktioniert und Aquarell funktioniert auch.
Also Mama ist glücklich. Sieht halt ein bisschen hässlich aus. Ich glaube, man hätte das schöner. Das war so eine Horrorfraktion von Easy. Und jetzt kommen wir zu den Sketchen. Deswegen muss ich das. Ich mache halt da drin reine Artworks. Das ist an sich vorrangig immer mit Copics, alias inzwischen Marker, weil ich ja die drei verschiedenen habe. Die Charaktere und der Hintergrund ist dann halt immer Aquarell und Acryl ganz gern. Weil gerade was so Naturfeed belangt, sieht immer besser aus mit Aquarell, weil du nicht so konzentriert vorgehst, sondern du hast ein gesundes Chaos da drin, was das Ganze authentischer macht und nicht so steif, weil alles vorgeplant ist. Wenn es denn dir dazu. Was auch wiederum der Grund ist, weswegen ich Charaktere immer mit Copic mache, beziehungsweise Markern, weil ich da wirklich alles schön separat für sich machen kann, nichts ineinander geht, ich sauber arbeite. Aber bei dem Hintergrund will ich das mal bewusst. Das sind meine zwei Babys, Linny und Tyson. Sie sind das einzige offizielle Couple in meiner Story. Hier hat noch ein Geheimnis, was ich genauer aushalten muss. Das ist noch sehr, sehr grob gemacht. Ich muss das echt mal in Ruhe ordentlich durchpacken. Und dann haben wir Tyson. Er ist eigentlich auch eine Elfe wie sie. Aber durch einen Unfall ist er eigentlich schon tot. Doch durch ein Ritual mit einem Dämon wurde er wieder auferweckt. Deswegen hat er auch dieses Tattoo hier. Das Problem ist nur, dass er dadurch halb Elfe und halb Dämon. Und wenn er ein Dämon ist, hat er halt so ziemlich itch immer diesen Durst und kann sich kaum kontrollieren, was immer nachts ist. Dadurch hat sie die Nachtschicht und passt auf ihn und das Dorf auf und erst dann immer tagsüber, dass sie dann schlafen kann. Theoretisch. Oft genug scheißt sie auch da drauf und bleibt einfach mit ihm wach, weil. Was hat sie für andere Optionen, meine Freunde? Dann begutachten wir bitte kurz diese wunderschönen Rückseiten. Ist absolut. Ich meine, ich weiß nicht, ob das sozusagen ein Qualitätsmittel ist, dass man die Farbe hier so durch. Aber ich finde es funny, das auch. Ich weiß nicht, ob schon jemand erkennt, wer das ist, aber die Auflösung kommt jetzt. Es ist von Madoka Magica Kyoko. Ich hoffe, ich habe gerade den richtigen Namen im Kopf, weil ich dauernd ihren Namen vergesse. Ich liebe sie, ich finde, sie ist so hart underrated in den Serien und in dem Film, aber ich liebe sie. Und bei dem Spiegel, ich weiß nicht, ob man es effektiv raussieht, aber ich habe versucht, von der Blauhaarigen ihren Häckselschlüssel, ihr Mosaikartig mit reinzumachen, weil beiden ja etwas verbindet, was in dem einen Film nur so, sagen wir mal, zu 75% gesagt wird, und aber der Rest ist eine Interpretationssache, aber es ist okay, ich stehe für den Chip, let's go. Alles, was Kyoko glücklich macht. Und ich finde es immer noch hart, weird zu zeichnen, wie jemand nach vorne läuft, weil wenn du nicht diesen komischen Knick hier machst, dann sieht es aus, als hätte sie nur ihr Bein angehoben, aber nicht, dass sie läuft. Aber wenn man den Knick macht, sieht es auch keiner weird aus. Ich weiß nicht. Irgendwie dieses zum Betrachter laufen finde ich immer noch hart anstrengend zu zeichnen, dass es wirklich diese Bewegung zu sehen. Aber ansonsten, I'm happy about it. Dann haben wir hier mein absolutes Detailmonster Finny. Eigentlich Finny, ja, aber ich nenne sie immer nur Finny, weil. Baby. Die ist eine. Also, pass auf. Die gehört zu einer Klaus-Spezies von einem Künstler. Wer das nicht kennt, kann ich gerne dann in den Kommentaren. Wobei. Also, eine Klaus-Spezies von Künstlern bedeutet, du denkst dir Merkmale aus, meistens Overtheme. Und das wird dann strukturiert und enthalten. Wenn du Glück hast, sind damit auch besondere Fähigkeiten verbunden, aber das ist ehrlich gesagt selten. Das ist meistens reine Cosmetic-Atmosphäre. Und ihre Klasse, zu der sie gehört, den Anima X-Men von Fairlin, ist, wenn ein Tier stirbt, geht es über die Regenbogenbrücke, wird aber in dem Fall wieder in einen humanoiden Körper wiedergeboren mit eben Tiertraits. Ist scheißegal, das kannst du dir alles frei aussuchen. Bei anderen Rassen hast du eine Anzahl, von denen eins ist normal und ab zwei wird es teurer und so weiter. Bei denen ist es scheißegal, da kannst du auch verschiedene Sachen zusammenklatschen. Und dann haben sie sozusagen ein Afterlife, wo sie einfach ein glückliches Leben dürfen. Fantasy-Universum.
Und sie ist halt ein Fuchsgirl, wie man hier hoffentlich an dem wunderschönen flauschigen Schweif erkennt und ihren Flauschohren. Und weil ich mir dachte, das ist noch nicht genug, Painlay, du musst noch effektiver daran sterben, habe ich ihr diese Flügel gegeben, die dreifarbig sind. Wir haben oben das Walnussbraun, dann kommt ein Haselnussbraun und dann kommen die weißen Flügel. Und wir reden nicht über diese extrem geschichtete Outfit. Das auch noch, weil das noch nicht genug Pain war und weil es immer noch nicht genug Pain war, habe ich hier auch einen dreifarbigen Farbverlauf drin. Weil ich an mich sehr gern massakriere, selbst beim Zeichnen. Fangt mit dieser Info an, was ihr wollt. Aber ja. Ihr Design ist absolut anstrengend, aber ihr Charakter ist pures Gold. Einfach so ein unschuldiges Baby, was einfach jedem helfen will. Und voll neugierig die Welt erkundet und just need to protect her. Aber sie ist stressanfällig, weil sie ist ein bisschen hypersensibel und sie hat mit dem schlechten Gewissen zu kämpfen, was sie jetzt hat durch dieses humanoide Wesen. Als Tier hast du das ja nicht wirklich. Aber sie hat jetzt ein schlechtes Gewissen, dass sie eben, weil sie ja nun mal als Tier Nahrung braucht, auch andere Tiere getötet hat. Und sollte sie in ein Stresslevel verfallen, könnte sozusagen ihre böse Seite wieder erwachen vor Stress. Sie hat auch ein Fuchsgebiss, weswegen sie versucht, selten zu lächeln, sondern immer ohne. Weil halt wieder dieser Trigger dann ist, von wegen, du hast scharfe Zähne und dann andere Tiere. Aber in dem Fall zum Beispiel habe ich mit der Userin von Charakter eine kleine Idee geschrieben, ein Roleplay, dass man sich schreibt. Und Finny hat ja aus Versehen giftige Pilze gesammelt und sie tut sie halt einfach darauf aufmerksam. Und sie erschreckt sich halt gerade. Alles klar. Dann haben wir hier Cerise, meine Anglerfischdame und as you may be known, ich bin Ruby. Und der Foodfight in Season 2 ist absolute Legende. Und ich wollte mir einfach den Spaß machen, weil ich diesen Schwertfisch immer noch so behindert finde. Ich liebe ihn und finde ihn so behindert zugleich, dass sie ihn halt auch mal in der Hand hat, weil in dem Foodfight kämpft sie halt legit. Ja, mit. Die eine nimmt Brathähne in ihre Fäuste rein, also Fäuste da rein und kämpft damit. Die andere mit einer fetten Wurst, Schlange, Fuß. Würst aneinander hängen. Und Weiss hat irgendwann random einfach mal so einen fucking Schwertfisch gefunden. Und ich dachte mir so, Cerise muss das jetzt auch mal erleben. Und sie ist entsprechend verwirrt darüber. Und dann haben wir hier eine kleine Experimentierseite zwischen Roxy und Alina. Ich habe sie ums Verrecken nicht auf das Bild selber gezeichnet bekommen. Deswegen ausgeschnitten. Man hier sieht. Aber irgendwie misst sie das. Aber hier sind weiße Flecken, wo ich keine Lust hatte, das noch rauszukarten. Also fuck. Und hier auch, wo ich es gerade sehe. das Sketch wurde halt nichts, also habe ich dann Acryl genommen und so versucht, einen Wald zu punchen. Ist halt super einfach, was mich leicht triggert, aber es ist okay. Lassen wir die zwei Babys im Vordergrund sein. Der hat da vielleicht jemanden wieder getroffen und das war keine freundliche Begegnung und dementsprechend traumatisiert. Aber ihr geht es gut, wie ihr seht. Sie kann atmen, sie kann sich durchs Haar greifen, easy. Lemon Squeeze. Okay, dann kommen wir jetzt zu den Seiten, die ich auch hier auf YouTube getan habe. Und zwar habe ich da eine kleine, sag jetzt mal, Storytelling-Reihe angefangen, wo mein Charakter mit dem ersten Auftreten und dann später nach dem Erwachen, Timeskip, zu sehen ist. Mit ihren verschiedenen Ständen. Ella, meine Protagonistin, mein Mädchen, wird halt seelisch und körperlich misshandelt in der Schule durch ihre andersfarbigen Augen, die anders sind und nicht normal. Ja, ich breche mal das Anime-Klischee. Und sie ist halt entsprechend traumatisiert und alles. Und später, wenn sie dann eben herausfindet, dass sie magisch ist, kriegt sie natürlich, weil ich es liebe, ein neues Outfit, angelehnt daran. Und ich hatte mir zuerst überlegt, dass sie dann weiße Haare hat durch den Stress, weil es ist eine absolute Stressreaktion, wo sie ihre Fähigkeiten freischaltet. Aber das ist irgendwie ein zu harter Break zwischen ihrem
Mars. Sie braucht da einen sanfteren Übergang. Deswegen habe ich mich letztens. Mehrere genaueren Infos finden Sie auf meinem YouTube-Kanal mit dem anderen Video. Dann haben wir Roxy. Die ist leicht aggressiv am Anfang, weil sie immer traumatisiert ist davon, was bei ihrem Dorf passiert ist. Später dann trennt sie sich eine Zeit lang von der Gang und geht in eine Zirkusgruppe und findet sich dort besser wieder und ist mehr im Reinen und dann eher so, komm, lass uns auf Leute zugehen und ihr altes Ich so, geh weg, ich schlag dich. Ganz, ganz grob umrissen. Aber ich find's immer noch funny. Ich mag die Gegend. Ach ja, und das Outfit ist übrigens nicht von mir. Das habe ich von einer Künstlerin abgekauft. Zumindest den Body plus die Federn. Die Hose habe ich dazu gemacht. Die Leggings habe ich dazu gemacht. Die Schuhe habe ich dazu gemacht. Die Ärmel habe ich dazu gemacht. Bei mir im Original war es halt einfach das Korsett plus die Federn und dann Ballerina. So da stehe. Das kostet schön. Habe ich gern gezahlt. Aber mir fehlt da noch etwas. Und wir wissen alle, ich bin ein absolutes Detailopfer. Also habe ich es ergänzt. Dann haben wir alleine am Anfang halt auch wieder schüchtern. Es ist gefühlt jeder, wo ich gerade drüber nachdenke. Auch wieder schüchtern. An sich will sie Leute kennenlernen, aber sie weiß nicht, wie. Weil ihr Dorf sie wie ein raues Ei behandelt. Also sie sind sozusagen zu vorsichtig, dass sie keine richtige Interaktion hat mit anderen und deswegen weiß, wie sie auf Leute zugeht. Und das ist dann ihr Timeskip, ich. Mit meinem Lieblingsoutfit von ihr, was ich vielleicht auch noch cosplayen werde. Und ich werde da drin sterben, weil guckt euch an, allein wie aufgebaut. Wie viele Schichten sie hat. Aber ich liebe dieses Outfit, weil es ist praktisch und das ist fucking cute. Und die Frisur ist auch die beste, die ich gemacht habe, weil sie ist praktisch und sieht fancy aus. Sie hat die Bobbles und dann sind die Streifen weggeschnitten und dann hast du noch ein freiliegendes Haar, aber es stört nicht. No? Und später ist sie halt, Spoiler, sie wird später stumm durch einen gewissen Vorfall. Aber sie ist dann irgendwie umso lebensfreudiger, weil sie irgendwie sich gelernt hat, langsam mal zu akzeptieren. Dadurch kann sie dann auf Leute zugehen, auch wenn es diese Sprachbarriere gibt. Es ist sehr grob, ich muss alles echt noch frei ausarbeiten, aber das ist auch nicht die erste Story, die ich droppen werde, weil das ist mein erstes Story. Irgendwann schon. Dann haben wir Marlin. Die benutzt am Anfang nie, wirklich nie ihre Eiskräfte, weil sie das als ein Fluch betrachtet. Weil die erst erwacht sind, nachdem ihre Mutter tot ist, sprich, sie schiebt die Schuld für den Verlust ihrer Mom darauf, dass ihre Eiskräfte zu spät erwachen. So, und irgendwann lernt sie halt zu akzeptieren, dass das nicht der Fall ist und hat deswegen hier zum Beispiel eine Eisrose gemacht. Und die Rose ist halt an ihre Mutti angelehnt, deswegen hat sie überall irgendwo Rosen vertreten, weil das eben Lieblingsblumen war und ihre Mom ist heilig. Und das Outfit habe ich gekauft bei einer anderen Künstlerin. Ja, das Einzige, was ich dazu gemacht habe, ist eigentlich nur der Gürtel für ihr Schwert. Aber ansonsten habe ich das Outfit mal so fast 1:1 bei jemand anders übernommen. Awesome! Es war genau richtig, weil ich habe ja auch ausprobiert, ob vielleicht irgendwo noch ein Muster hin müsste. Aber nein, das wird zu viel. Ich habe hier durch diesen Kragen, da dann wieder dieses, dann hier, wird too much. Das, ich habe es akzeptiert. Ich weiß, ich kann es halten. Aber es ist ja auch genauso schön. Und sie hasst Kleider. Sie trägt es legit für ihre Mutter, weil sie weiß, ihre Mutti hat sich immer gefreut, wenn sie ein Kleid trägt. Aber später entscheidet sie dann. Und dann habe ich angefangen, Hintergründe zu üben. Weil ihr seht ja, ich meine, klar ist es cool, dass der Charakter so rausploppt aus dem Weißen, dass du alles klar erkennst, aber es wird einfach langweilig mit der Zeit. Also habe ich mir gedacht, wir gehen zu meinem Nemesis rüber und ich übe Hintergründe. Mein neues Skizzenbuch, was ich jetzt angefangen habe, also so ein Stück, da mache ich eigentlich, habe ich außer 2-3 Ausnahmen, nur Hintergründe. Und mir macht das inzwischen auch Spaß und ich lasse mich da auch an immer mehr. Und es ist toll, ich liebe es, weil es fühlt sich halt immer mehr wie ein Artbook an. Also ein richtiges Unique Artbook, weil ich besitze es ja noch. Ich vervielfältige es. Das ist mein einziges, mein eigenes, verficktes Artbook. Aber hier haben wir alleine in ihrem Zelt.
Das Dorf ist sehr klassisch naturverbunden. Fast. Das einzige Haus, was da existiert, ist bei Ashley, weil sie halt mit den ganzen Werkzeugen. Alle anderen haben ein Zelt. Und da sie ja die Heilerin ist und am Anfang auch Kräuter braucht, weil es sich da erst mit der Zeit dreht, hat sie hier zum Beispiel Lavendel aufgehangen oder andere Früchte da durch. Dann hat sie hier ihre Mörse und Dings, Gläser zum Abfüllen, Tierrollen, um sich zu machen. Ich meine, es ist klug, pretty, but irgendwie, ich glaube, ich hätte noch hier irgendwie, ja, ich hätte nicht gewusst, was, weil, keine Ahnung. Aber es ist an sich pretty, aber ich finde, es ist keiner zu leer, aber dann wäre es auch zu voll gewesen, wenn ich da noch was hinkriege. Aber es ist immer noch pretty. Und dann geht's weiter mit einem Klassenzimmer. Und ich habe mich in diesem Fall dann mehr an unsere deutschen Klassenzimmer orientiert, wo du eben lange Bänke hast mit Stühlen und nicht alle einzeln Chairs, weil, seien wir ehrlich, es ist anstrengend zu zeichnen. Und rein von der Atmosphäre her, muss ich sagen, finde ich die Deutschen angenehmer, als dass jeder wirklich separat sein weiß. Japan hat seine schönen Seiten, aber das ist so. Ich weiß nicht, irgendwo fördert es dieses Einsam, wenn du wirklich jeder strikt seinen Platz hat. Da finde ich schöner, dass du wirklich diesen langen Tisch hast und dann kannst du Jahre dran setzen. Das kann sich mit der Zeit, können die Leute dazukommen. Weißt du? Deswegen. Aber ja. Ich sag's mal so, wie ich vorhin angedeutet habe, sie wird seelisch und körperlich misshandelt. Und hier wurde eine liebevolle Notiz in ihren Sitzplatz reingeritten. Ja. Beiden haben vielleicht etwas. Dann haben wir hier das angesprochene, also Ausschnitt, das angesprochene Haus von Ashley, beziehungsweise ein Teil ihrer Werkstatt. Und die Werkstatt ist wundervoll, ich liebe sie. Nur, das, wenn sie rausguckt, nur Gras sieht, da gibt keinen Sinn, weil dann kriegt sie eigentlich kein Licht rein, aber lassen wir das vor. Was mich mehr stört, ist, ich habe sie nicht richtig reinbekommen. Weil. Merkt ihr diesen Bruch zwischen, hier ist alles schön stimmig und irgendwo, ich weiß nicht, sie bricht das Gefühl, obwohl ich ja sie eigentlich mit reingezeichnet habe, aber es ist nicht komplett 100% passend, das ist so das Einzige, was mich dran stört. Hintergrund ist wunderschön, aber, ja. So. Dann habe ich mal nur mit Acryl versucht, einen Hintergrund nach und nach aufzubauen und feststellen dürfen, dass auch Acryl Grenzen hat. Weil ich wollte eigentlich die Wiese viel detaillierter machen, aber you see what I see. Irgendwann hat es auch Grenzen. Aber ansonsten habe ich hier mal so ein Nordpolarlicht geübt mit Hilfe meines Jets. Not bad, bad. Und dann diesen komischen Rufschein. Ist auch nicht schlecht. Aber nervt das halt so hart, dass das mit der Wiese verkackt habe, weil ich dachte, man könnte es endlich leiern. Spoiler, kann man nicht. Und jetzt kommen wir zu den zwei Mermaid-Bildern von, oh mein Gott, 2 Jahre her. 21! Mermaid ist eine Monat-Challenge im Mai. Price. Also nächsten Monat. Ja, nächsten Monat. April. Wo du, wenn du Bock hast, jeden Tag Mermaids zeichnen kannst oder Mermänner. Das andere Geschlecht. Oder whatever an Mer. Das sind meine 2 Gemdolls. Auch wieder so Rassenkram. Ganz einfach runtergebrochen. Neben der Puppe. Und sie ist eine Stoffpuppe und ein Anglerfisch und heißt, haltet euch fest, Angela. Da hast du jetzt ein Faceball gegeben. Das ist okay. Ich mag diesen absolut flachen Witz. Und da hat sie ihre kleinen Anglerfisch-Buddies und es ist absolut. I mean, look at my cutie pie. Und dann, aber was ich von der Koloration her ein Ticken mehr mag, ist sie hier. Der Oktopus möchte sie eigentlich nur knuddeln, auch wenn er vielleicht gerade gefährlich aussieht, weil sie einen kleinen Nervenzusammenbruch hat. Sie ist seelisch ein bisschen belastet. Eine zerstörte Porzellandoll, but I love it. Und I mean, es ist. So dieses schöne Opposite, dieses alles cool, alles heil,
Und dann kommt dieses Dunkle, ich absolut zerstörte mental und körperlich ja auch, wo hier dieser Ausbruch. Aber ich glaube, man sieht das. Alles so. Sehr fancy. Aber ich mag halt diesen Kontrast zwischen. Aber wenn ich wirklich rein von der Optik gehe, dann ist das mein Favorite, weil es so richtig dunkel ist mit aufploppenden. Dann haben wir hier eine weitere Hintergrundübung. Genauer gesagt habe ich hier Vogelperspektive geübt und der Raum wurde auch wundervoll. Das habe ich auch wieder gefilmt und einen halben Nervenzusammenbruch bekommen, weil Technik wieder rumspringt. Fun Fact. der Raum wurde wundervoll, dagegen habe ich nichts zu sagen. Okay, außer das Plakat, das ist, glaube ich, ein bisschen zu nah aussehen, dafür, dass der kommt und das. Naja. Aber der hat halt jetzt so ist perspektivisch ein bisschen gebrochen. I'm sorry, buddy. Mein erster männlicher Charakter, den ich jetzt nur noch lernen muss zu visualisieren, weil ich schreibe den seit. Ich glaube, das sind bei 10 Jahre, wo ich mit einer Freundin immer ein Roleplay schreibe. Das ist halt einer meiner Charaktere. Und wenn wir an den Punkt kommen, wo wir sagen, okay, es ist ausgelutscht, starten wir nochmal neu, ändern einzelne Faktoren, aber er ist immer dabei. Beziehungsweise er und Diogo. Weil er Attentäter ist. Und der Boss davon. Und dann haben wir Cerise als auch wieder als Mermaid. Aber diesmal als Team Mermaid, weil sie genauso wie ich. und ich dachte mir, ich verbinde das. Und look at her. She's happy. Und apropos Themen, mein Beutel. Weiter geht's. Und dann haben wir hier das eines der Channel Goals von einer meiner regelmäßigsten Stumwatcherinnen, zumindest. Es ist von einem MMORPG. Lasst mich nicht lügen. So ein Charakter, den er sich gebaust hat und eben auch gern als OC hat. Und das Ding ist, ich habe ihren Unterkörper zu kurz gemacht. Also das triggert mich jedes Mal, wenn ich es sehe. Weil, guckt euch diesen großen Kopf an und der Unterkörper ist einfach ihr fucking Kopf. Was zum Fick? Wieso ist mir das später aufgefallen? Aber ansonsten, hey, ich habe das transparent hinbekommen. Aber ja, falls ihr, also wenn ihr mir auf Twitch folgt, / wenn ihr meine Streams guckt, kann auch nur im Lurk sein, also ihr lasst das offen und reagiert gar nicht. Aber ihr sammelt halt die man bekommt fürs Watchen, kann man sich eben kostenlose Illustrationen abholen. Aber ihr könnt euch vorstellen, die sind entsprechend hoch, dass man nach 5 Minuten hat oder auch 5 Stunden. Nein, du musst ein paar. Du kannst auch ein Kabelbild dadurch bekommen. Aber naja, da es for free ist, musst du eben Zeit dafür opfern. Das bedeutet einfach, wenn ihr daran Interesse habt, ganz wichtiger Hinweis. Wenn ihr das machen wollt, egal bei mir oder bei anderen, weil es gibt ja auch andere Künstler, die das anbieten, es gibt dieses Add-on oder diese Subseite, sage ich jetzt mal, namens Better TV. Es gibt auch andere, aber ich nenne es jetzt zum Beispiel Better TV. Da kannst du dieses automatische Claim einstellen. Das bedeutet, du musst nicht darauf achten, immer diese Box abzuholen, die du ungefähr alle 15 Minuten bekommst, sondern das System sammelt für dich automatisch. Also du öffnest nur den Stream, stellst den Tab auf Mood, ganz wichtig, den Tab. Nicht den Stream selber, weil dann wirst du nicht mehr sammeln. Dann sagt sich Twitch, der guckt ja nicht, der kriegt keine Points. Dann sammelt das für dich automatisch mit. Also du musst dann legit einfach nur am Laptop oder Rechner, was auch immer du hast, Seite öffnen, App muten und der Scheiß regelt sich von alleine. So. Aber tut dem Künstler doch bitte den Ego gefallen und folgt ihm oder ihr. Egal, ob jetzt ich oder anderen. Einfach just for the ego. Es ist echt, also ich persönlich freue mich über einen Ast, wenn ich oh Lord, ploppt auf. So. Dann haben wir hier Ambi von Genshin Impact. Das ist natürlich
man kennen wird. Ich meine, ist ja gar nicht viral gegangen, als es released wurde und wird immer noch dezent gehypt, wenn ein neues Patch rauskommt und so. Ich liebe auch immer noch die Story, die sie aufgebaut haben, also das Worldbuilding. Unglaublich schön. Die Lore, die sie gemacht haben, ist echt cool aufgebaut. Und Ambi ist eine meiner Favorites, die du auch legit als ersten Charakter kennenlernst und ich liebe sie immer noch. Leider wird sie von ein paar angekackt, von wegen Saria zu schwach, was nicht stimmt. Aber scheiß drauf, ich liebe sie. Und ich habe halt so auch geübt, diese Baumkronen zu zeichnen, dass wenn das Licht da reinfällt und im Prinzip macht sie gerade im Sprung einen Schuss bereit. Und ja, ich mag das Bild. Ich hoffe, du auch. Dann haben wir hier wieder ein Channel Points Redeem für Ozzy. Einer seiner D&D-Charaktere, Eloni Flame. Ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen. Und der Twist bei ihr ist, er hat mir eine ausführliche Beschreibung, wie sie aussieht, aber keine Zeichnung. Und ich bin eben nach der Beschreibung gegangen und ich bin immer noch sehr zufrieden damit. I mean, look at her, she's beautiful. Und dann haben wir hier von meiner Spezies den Yara Demona, was im Prinzip eine ungefragte, der Kerngedanke hinter der Rasse ist, dass eine ungefragte Symbiose ist zwischen Mensch und Tier. Der Mensch sucht sich aus, mit welchem Tier er verschmilzt, aber das Tier hat kein Mitspracherecht. Jedoch kriegen sie zusammen einen humanoiden Körper mit Tiertraits und im ersten Moment ist das Tier aktiv und lernt das Ganze neu kennen und entweder mischt sich der Mensch ein oder er tut ihn direkt irgendwie, ich sag mal, Einwürfe geben, weil sie ja zusammen einen Körper haben. Und dann können sie halt selber entscheiden, einigen sie sich, werden sie eine friedliche Symbiose oder werden sie absolute Monster im letzten Stadium, weil es gibt bei der Entwicklung. Und zerbersten alles. Falls man Interesse hat, ich packe den Discord-Link in die Beschreibung rein. Ich hoffe, ich kann das Thema wieder aufleben lassen, nachdem ich dann erst den Arsch aufgerissen habe, alles zu überarbeiten. Aber ja. Dann haben wir nochmal Fanarts von Overwatch. Ich vermisse Overwatch 1 aus mehreren Gründen. Fühle ich mich absolut verarscht von meinem Ranking-System. Ich habe erst gestern wieder versucht, wenigstens um Bronze 4 hochzukommen. Bronze 5 ist das Niedrigste, was du haben kannst. Ich bin da drin, ich komme nicht hoch. Ich hatte das letzte Mal dann 5 Siege und 2 Loses. Ich hätte wenigstens auf Bronze 4 hochkommen. Nein, Blizzard sagt, fick dich. So, in Overwatch 1 habe ich mich mühsam auf Gold hochgekämpft. Und was, wo ich dann auch so da sitze, ich hatte erst wieder neue Leute drin und habe so aus Spaß gefragt, so, sag mal, von meinem Gameplay her, was glaubst du, bin ich? Ich wurde allen Ernstes auf Diamant und Platin geschätzt. Das ist zu hoch gestochen, bei aller Liebe. Ich weiß, ich bin kein kompletter Noob-Noob mehr, aber ich bin auch definitiv nicht das gut. Also bis Gold gehe ich mit. Aber so lieb das auch von der Person war, auf keinen Fall Diamant und Platin. Fight me. Aber jedenfalls ist das die einzige Familie, die ich gern kommen sehen würde und mit akzeptiere. Wir haben Reini, seine Enkelin Brigitte, das Beste, und Modi Anna im einzig wahren Anna-Kostüm, der Schneeeule. Und es sieht absolut süß aus. Er hat sich halt wieder ein bisschen ramponiert bei seinem Tankjob und sie steht dann so da, Reini, was habe ich dir gesagt? Und Brigi kommt dann einfach nur, um das Ganze zu beenden. Ich liebe diese Konstellation. Dann haben wir meinen Lieblingstank Diva. In meinem absoluten Lieblingsoutfit, auch wenn ich oft genug höre, es ist angeblich hässlich. Ich liebe es, fickt euch. Und sie arbeitet halt an ihrem Mac. Auch wenn ich glaube, dass der proportional zu klein geworden ist. Ich glaube, ich habe die Proportion verkackt, aber eigentlich ist der so ein bisschen nach unten gedrückt und deswegen ist er fast so groß, ist er nur ein bisschen größer als sie. Keine Ahnung. Proportionen mit Maschinen ist schwierig. Aber ich liebe sie. Sie ist die einzige, die ich halbwegs kann von Gameplay. Und liebe ja auch Reini, aber ich kann ihn nicht spielen. Ich schaffe nicht diesen Kontenumschwung zwischen aggressiv und passiv. Du musst halt phasenweise aggressiv sein und pushen. Und dann musst du halt wieder passiv sein, um einfach protecten. Und das kann ich nicht. Ich liebe Reini vom Charakter her, aber ich bin zu dumm, ihn zu spielen. Dann haben wir ein weiteres Fanart von den einzig wahren Eide Animo, liebe, akzeptiere und vergötter, Zombieland-Saga.
alias Team Franchuschu in ihren jeweiligen Lieblingsoutfit. Beziehungsweise von ihren Song-Outfits. Und wenn ihr den Anime nicht kennt, guckt ihn euch an, er ist wundervoll. Also zuerst ist er einfach nur funny, weil sie eben auch mit diesen Vorteilen gegenüber Zombies rum. Und dann kommt so der Field Strain und die Character Stories und das ist wundervoll. Es gibt inzwischen 2 Staffeln. Die erste Staffel habe ich auch gekauft. Wartet, Beweisvideo. Die erste Staffel habe ich, die zweite Staffel werde ich mir noch kaufen. Es ist wundervoll. Ich erwarte Staffel 3. Und bitte noch mehr. Ich liebe die Serie. Es sind so eine absolut perfekte Gruppe, die sich passend ergänzt, unterstützt und alles. Und die Songs sind wundervoll. Das ist allgemein einfach so. Das ist halt so eine kleine physische Reise, wo sie auch so Lebenssachen hinterfragen. Und aber auf eine angenehme Weise, nicht irgendwie was sage ich jetzt oder so. Wundervoll. Ich habe aber leider eine vergessen, zwar Tal-chan. Ich wollte sie nicht in den Spalt reinzeichnen, Mann. Aber sie ist auch mit Best Girl, ja? Just say. Legendary Tal-chan. Dann habe ich hier wieder Hintergrund geübt. Und ich dachte mir, ich habe die Katze reingebracht. Und das einzige Problem an diesem Bild ist, der hat halt legit keine Perspektive, während der Rest schön Perspektive hat. Aber der sieht aus wie einfach von oben geguckt und der Rest geht ja hier so nach hinten rein. Also, es passt nicht ganz perspektivisch. Aber das Neonlicht wurde echt schön. Dann hat mir hier einen kleinen Mähtag meinerseits. Gas mit Bob. Das Gas sieht auch entsprechend gut aus. Ich war so mäh und ich wollte zeichnen und dementsprechend wurde das Bild. Ich meine, es ist nicht schlecht, aber es ist auch keiner boring, wenn man mich fragt. Dann haben wir nochmal ein Fanart, beziehungsweise Blizzard, für den unwahrscheinlichen Fall, dass irgendjemand von euch das sieht. Take my idea. Bitte, mach eine Kollaboration mit Sailor Moon. Ich will Sailor Junkenstein erleben, Mann. Stellt euch das mal vor, wenn er immer ruft, mit der Macht des Reifens oder mit der Macht des Mondes, wenn er seine Ult macht und er würde so viel Spaß dabei haben. Junkie macht das mit, ihm ist das scheißegal, dass er einen Rock trägt. Please, take my idea. Dazu gibt's auch ein Speedpack. Sag ja, das meiste hier ist entweder Twitchy oder Speedpack. Dann haben wir hier ein anderes süßes Polarfuchsmädchen. Das ist ein Adopt, den ich vor keine Ahnung wie lange bei einem Künstler abgekauft habe. Ja, existiert anscheinend auch nicht mehr im Internet. Immer wenn ich markieren will, finde ich nichts. Und sie ist in meiner Story sagen sowas wie ein Ritter, also Sicherheitspersonal von der Stadt. Aber wird halt leider so gut behandelt und aber sie ist trotzdem ein optimistisches Baby und das gibt Verlauf, okay? Dann haben wir hier ein Chibi von meinem Fan aus Simia, wo Yuki Una liebe und vergötter immer noch diesen Animo. Ich wünsche mir den Kauf mal in Deutschland. Es ist halt Magical Girl, der absolut geiles System hat. Und ich habe mit einer Freundin zusammen kurz ein OC gemacht, die zusammen halt eine Duo sind. Und ja, das ist mir in ihrem Magical Girl Outfit, wo mich schon ein paar Leute gefragt haben, ob ich den Suit nachschneidern kann, weil sie den feiern und auch gerne anziehen würden. Und das ist Peppa, ihre Fairy. Eulen Fairy, weil. Dann haben wir hier einen RP-Moment, Illo, zwischen Alina und mir, alias Elef. Ihr Dude und meine Ayla. Er hat sie nach viel Mühe zu einem Essen bekommen und steht ihrer Skepsis. Aber ich sag's mal so, es kommt zu einem guten Ende. Nicht zu einem Kuss, Spoiler, aber es endet auf jeden Fall besser, als er dachte. Dann haben wir hier wieder Hintergründe. Diesmal ist es alleine als Human mit Layla, weil sie ja mit auf ihr die Schule geht später. Und sie sieht halt diese Süßigkeiten und will das essen und Layla denkt sich immer so, ich will die Hose. Es ist, guck, sie ist absolut unschuldig. Und der Hintergrund wurde auch echt schön, finde ich. Nothing special, perfect.
Dann haben wir hier wieder Mia, diesmal als Human, wo sie sich gefährlich und das triggert sie selber. Sie hat ihre Wohnung hat sie eher so blau türkis Theme eingerichtet und dann kommt die Schuluniform mit gelb-rot, die einfach das System sprengt. Aber ja, das war halt einfach wieder eine Erkundung. Aber mir fällt gerade auf, dass ich dieses Gitter von ihrem Bett viel zu fett gemacht habe. Ah, das Bett müsste, glaube ich, ein bisschen mehr sein, weil es so sehr schwarz ist. Und das ist ein bisschen zu protzig. Ansonsten geht. Ich bin gerade dabei, Räume zu üben, die Proportionen dahin. Dann haben wir hier ein kleines Übungsbild mit Marlene, wo sie halt ihre Schwertkunst übt und Dummies aufgestellt hat. Und eine absticht. Beste Story! Und sau viele feiern dieses Bild, obwohl ich sage so, okay, war eine nette Dudelei nebenbei, aber es noch. Dann haben wir hier Pura aus Ruby, the one and only Angel und dann haben wir hier Cerise in im Akia, wie gesagt, Tee. Der hat auch einen eigenen Garten, wo sie selber Kräuter und so ein Mist anbaut. Und ich dachte, ich mache das mal. Und ja, here we are. It's good. Auch wenn ich mir gerade nicht sicher bin, ob die Proportionen hier hinten. Deswegen, ich glaube, der Tisch ist zu klein. Das ist zu groß. Aber at least it works in gesamten. Also, ja. Dann haben wir hier ein Bild von meiner wunderschönen Kriegerin Glocke der Vernunft. Und die Flügel bleiben Hassliebe. Es macht irgendwo schon Spaß, jeden einzelnen Feder so zu spinnen, aber es dauert. Aber dafür sind sie auch echt immer ein schöner Mittelpunkt. Und ansonsten ist sie halt random an im See. Keine Ahnung. Sie handelt gerade wieder irgendjemanden und nimmt deswegen eine Feder alias eine Fähigkeit raus. Es ist gut. That's all what matters. Und bei ihr ist es ja, sie hat ja den Twist, dass sie nicht, blöd gesagt, so viele Emotionen haben darf. Im Regelfall ist sie emotionslos, meistens kalt und wirkt, als würde sie nichts berühren können. Aber am Ende ist es eine Schutzmaßnahme. Denn wenn sie zu viele Gefühle hat, selbst wenn es eben Freude ist, wenn sie zu glücklich wird, dann triggert das ihren gebrochenen Part der Seele und sie geht in den psychopathischen Part über. Was man hoffentlich auch sieht an der veränderten Farbschema, was hier eher dunkler und rot gehalten ist. Ich mag's. Aber ja, sie wird ein kleiner Psycho und muss wieder beruhigt werden. Ich liebe diesen Kontrast. Ich meine, normalerweise ist es immer dieses, die Person darf nicht zu traurig werden. So, hallo, es geht darum, dass jemand Stress hat, dass er getriggert wird. Ist das dann nicht mit allen Emotionen verbunden, auch Freude? Weil ja, manchmal, in gewisser Weise ist ja Freude auch eine Art von Stress, weil es auch sometimes einen Adrenalinspiegel triggert. Und deswegen dachte ich mir so, er hat wirklich auch mit dem Fuß. Dann haben wir wieder ein Fanart zwischen Ambi und Euler. Ich weiß nicht, ob ihr ihren Charakter-Trailer geguckt habt von Euler. Und zum Ende tut sie ja zum Tanz auch vorne und deswegen war so, ich muss das. Für die beiden. Sind auch mein Main-Team drin. Ich habe das Spiel seit Minimum einem Jahr nicht mehr geöffnet. Bin ich sogar 2 Jahre inzwischen. Weil ich keine Zeit finde. Aber ich liebe die beiden. Und ja, ich musste einfach den angesprochenen Tanz, der nicht gezeigt wird, muss ich einfach auf. Dann haben wir noch mehr Fanart. Mir wird gerade bewusst, wie viel Fanart ich hier drin habe. What the fuck? Ivan. Ich habe ja langsam aktiver geübt zeichnen. Und von allen Terzteilen ist er einfach der bestgeschriebene Charakter. Er ist auch älter. Ich glaube, 30 war er. Oder auf die 30 zugehend. Und er ist so gut geschrieben. Der Plot-Twist, der mit ihm verbunden ist, ist so genial in Szene gesetzt. Ich liebe Celia dafür. Ich meine, auch wenn Viserys leider ein Ticken geiler wurde, ist es aber ganz, ganz hart Liebe Platz Nummer 2 von Storys her. Und wirklich, er wurde so perfekt in die Story reingeschrieben. Ist so ein guter Charakter.
Sieht doch nice aus, wenn man nicht fragt. Und ja, also dachte ich mir so, okay, komm, du zeichnest ihn mal. So, dann sind wir wieder bei Genshin. Ich vergötter so ein bisschen den Himmel, muss ich sagen. Ich finde, der Himmel ist das Geilste an dem ganzen Bild. Leid. Und ich schippe Ambi, man merkt, ist ja halt eine meiner Favorites, mit Arf, was mein Lieblings-Hasbando ist in dem Game. Und ich schippe die beiden, weil sie so eine gute Chemie zusammen haben. Und ich dachte mir so, die gehen einfach zusammen fischen und haben einen schönen Abend. Und ja, dadurch ist das Bild entstanden und es ist das beste Genshin-Bild, was ich gezeichnet habe, würde ich sagen. Dann haben wir hier nochmal Fanart, Surprise. Und zwar, ein Kumpel hat mir einfach die Request gegeben, beziehungsweise war es ein Channel Portrait, dass ich mal zeichnen soll, wie Velvet aus Area gegen Richard mit Lambda. Ja, mit Lambda fusioniert gegeneinander kämpfen. Und da ich keine Ahnung hatte, in welchen fucking Universen die sonst aufeinander kommen, sind die in irgendeinem Weltall-Döns und wollen. Es sieht halt aus wie ein epische Battle-Anfang. Also, I did the mission. Aber Lambda ist auch. Ich finde Lambda ist auch, auch wenn es ein kleiner, klischeeartige Story ist, die hinter ihm steht, es ist eine gut geschriebene Story. Richard ist kinda boring to me. Sorry, Bro. Aber Velvet ist sie. Und nochmal Fanart. Ich glaube, das ist das letzte. Ja, das ist das letzte Bild. Ich habe so viel Fanart gezeichnet auf einmal. Naja. Das ist wieder auf Watch. Und gefühlt keine Sau hat ihn erkannt. Das ist von Genji, der Sommerskin, der warum auch immer dieses Trainingsoutfit hat von. Ich glaube, Kendo? Aber ja, es ist Genji und McMeme. Also eigentlich Cassidy ja inzwischen vorher McCree, aber für mich bleibt er McMeme, okay? In seinem Sommeroutfit und eben. Wir sind zusammen am Strand, weil ich halt Kerle üben wollte. Das Bein wurde zu dünn, fällt mir gerade auf. Aber fight me, die Badehose hat gute, habe ich gute Falten reingemacht. Wollte ich nur kurz anmerken. Aber ja, und das hier war einfach, wo ich ausprobiert habe. Ich habe Aquarellmarker gekauft und wollte halt testen, aber auf dem Papier funktioniert es nicht. Es ist ein gutes Papier dafür. Das war ein Test. Ja, mehr habe ich nicht. Ja, das ist mein Skizzenbuch. Was ein bisschen bunt wurde. Aber ich meine, ich habe zuerst auch angefangen mit Einzelblättern. Nur. Ich hasse den Papierkrieg dahinter und wenn du dann dieses fette Ordner hast, das ist so anstrengend zu tragen, finde ich, und unhandlich. Deswegen habe ich dann irgendwann angefangen, nach Skizzenbüchern zu suchen, mit denen ich arbeiten kann, wie ich will. Und bisher ist Leuchtturm das Beste. Ich habe jetzt von Ohuru auch das Marker-Skizzenbuch gekauft, was ich noch testen muss. Und ja, mal sehen, ob das mit Aquarell klarkommt, weil wenigstens für den Hintergrund will ich halt immer wieder Aquarell machen. Ansonsten, wenn ich halt wirklich meinen Charakter Aquarell versuche, habe ich ja auch mein Aquarell-Skizzenbuch inzwischen. Absolut bestes Papier. Ja. ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen und der Einblick und der vielleicht sogar Recap, wenn ihr Twitcher seid. Ich habe vielleicht ein bisschen hastig gesprochen irgendwann, weil ich versucht habe, das halt wenigstens unter einer Stunde zu halten. Ich hoffe, es war dadurch nicht so verwirrend. Euch hat der Einblick gefallen. Ich fange dann gleich mal an mit dem nächsten Videomaterial für nächsten Monat. Ich dafür ein Bild zeichne. Und ja, das Kommentar wäre ganz cool. Falls der Mist gefallen hat und du mir noch nicht folgst, freue ich mich auch darüber. Ansonsten, ich habe noch andere komische Social Medias, die ich in der Videobeschreibung verlinke. Ich danke, wie gesagt, dafür, fürs Zusehen. Und ich würde mich einfach freuen, sich zu lesen. Keine Ahnung. In den Kommentaren, Twitch, Instagram, weiß der Geier was. Ja, wenn du das Ganze supporten möchtest oder vielleicht sogar einmal im Jahr von mir eine Box bekommen möchtest, kannst du ja auch auf meinen Coffee-Buy gucken, weil ein bestimmtes Tier sorgt dafür, dass ich dir einmal im Jahr eine Box schicke. Vielleicht auch mit Zeichnungen, je nachdem, welches Membership man auswählt. Aber
Es ist nur eine Option, wer mag. Würde mich freuen. Man kriegt da auch monatlich Free Lineouts, die man usen kann für sich selber. Nur privat, logischerweise nichts. Ja, ich habe jetzt gerade schon wieder zu viel Werbung gemacht. Wie gesagt, Dankeschön fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat gefallen. Und man liest dich vielleicht irgendwann wieder. Wartet. Guckt euch diese wunderschöne Matte an. Ich habe mir eine neue Gaming-Matte geholt, weil vorher hatte ich die von Marvel, aber der Comic-Stil hat mich irgendwie in der Zeit getriggert. Jetzt habe ich diesen wunderschönen Vogel gekauft und Mama ist glücklich. Also, bis zum nächsten Mal.